Durch Starkregen ist es zu Wassereindringen gekommen in tiefer gelegene Bereiche vom Klinikum. Als erstes wurde die Rettungsdienste und die Feuerwehr alarmiert, um die kritischen Bereiche zu sichten und überall, wo stromführende Trassen sind, die trocken zu legen. So, Karas, aus 19.15 Uhr runter, wollte eigentlich nur mal kurz runterschauen. Und dann sehe ich hier die komplette Garage unter Wasser stehen, noch höher, als man es jetzt hier sieht. Und da war ich dann auch erstmal schockiert. Meins steht auch da unten komplett unter Wasser, schwimmt in der Garage um. Ich dachte, ich sehe nicht recht, hier schwimmt auch ein Auto rum. Im Moment sind wir bei der Feuerwehr Kirchheim. Hier war eine Unwetter-Großschadenslage und die Feuerwehr Kirchheim und viele weitere Feuerwehren waren hier im Einsatz. Haupteinsätze waren vollgelaufene Keller, aber auch vollgelaufene Tiefgaragen. Und die Tiefgaragen beschäftigen uns teilweise immer noch. Also es hat Tiefgaragen und Unterführungen unter Wasser gesetzt. Und in diesen Tiefgaragen sind teilweise auch Autos aufgeschwommen, sodass dann erstmal abgeklärt werden musste, ob dort noch Personen eingeschlossen sind oder Personen gefährdet sind. Es sind Feuerwehrkräfte, Kräfte des THW und des DLRG hier im Einsatz gewesen, in der Gesamtstärke von rund 220 Einsatzkräften. Die Feuerwehr ist auf diese Unwettereinsätze gut vorbereitet. Jedes normale Löschfahrzeug verfügt über Pumpentechnik und somit kann die Feuerwehr bei diesen kritischen Einsätzen gut reagieren. Es wird aber natürlich priorisiert, sodass erstmal geschaut wird, wo sind die gefährlichen Einsatzstellen. Und das hat hier der Einsatzleiter Roland Schulteis auch getan, sodass erstmal die aus unserer Sicht gefahrloseren Einsätze zurückgestellt wurden. Als Bürger muss man sich selbst erstmal in Sicherheit bringen. Natürlich schauen, ist das für mich jetzt eine Gefährdung für die Umwelt oder für andere Menschen. Die Feuerwehr rufen und abwarten. Ich wohne da hinten in Hochdorf in der Bachstraße 7. Uns hat es verwischt, uns hat das Tiefgarage komplett gefüllt bis zur Decke hin. Einige Autos sind drunter geblieben, so wie der Hausmeister gesagt hat, müsste anscheinend so 10 Stück gewesen sein. Vermutlich, man weiß es nicht sicher, auch Motorräder zum Teil noch mit drinnen. Uns hat es der Keller auch noch mitgefüllt, bis zu 3 Treppen. Dann hat es uns oben in der obersten Wohnung auch noch verwischt. Klick haben wir gehabt. Ja, aber jetzt ist THW da, die bombt uns leer. Und dann geht die Arbeit erst richtig los. Ich selber war nicht da. Ich habe Glück gehabt, ich habe mein Auto 5 Minuten bevor das Wasser gekommen ist, raus da können. Rausfahren können, ich habe meine Tochter geholt. Aber unterwegs hat mir meine Frau schon angerufen und hat gemeint, brauchst gar nicht mehr runterfahren, die Tiefgarage läuft schon voll. Also die andere haben gesagt, es muss innerhalb von Minuten muss ich die Tiefgarage komplett gefüllt haben. 2 Personen, die versucht haben, ihr Auto rauszufahren, haben Probleme gehabt, nachher sogar aus dem Auto rauszukommen. Also da hat der Wasserdruck von außen war größer, wie von der Tür hin, also Glück gehabt, dass sie noch rausgekommen sind. Wir stehen vor dem Feuerwehrhaus, wir sind alarmiert worden, kurz nach 7 Uhr zum Wassertod in den Keller zu laufen. Nachdem wir eingetroffen sind, hier im Feuerwehrhaus uns kurz sortiert haben, sind schon die ersten Einsatzmeldungen dann gekommen. Und dann sah es noch gar nicht so bedrohlich aus. Und der Bach ist dann relativ schnell gestiegen. Also unser Hauptproblem war eigentlich die Bachstraße. Der kleine Tobelbach hat sein Bachbett verlassen, ist die Bachstraße vor das Feuerwehrhaus, hat sich hier als See angestaut und ist dann in den Bach reingelaufen. Und dieser See hat quasi die ganzen Keller und Tiefgaragen überflutet. Also wir haben jetzt so grob überschlagen, so ca. 120 Einsatzkräfte. Es waren von der Feuerwehr Reichenbach, von der Feuerwehr Blohingen, von der Feuerwehr Notzingen und jetzt THW auch noch und das DRK als Verpflegungsunterstützung auch im Einsatz. Wir sind hier im schönen Hochdorf. Wir sind heute, auf jeden Fall gestern Abend in der Zwischenzeit, gerufen worden. Hier sollen mehrere, wie es herausgestellt hat, eine Tiefgarage unter Wasser sein. Also mehrere zigtausend Liter wird uns auch sehr lange Zeit beschäftigen. Und ich denke mal, so bis in den frühen Morgenstunden werden wir hier fertig sein. Aber wir haben ja diverse Arten an Pumpen momentan in Betrieb. Angefangen haben wir immer 5000, jetzt sind 4000 dazugekommen. Nochmal 4000, gerade bauen wir noch 3000 auf. Ich denke, dass wir so gegen morgen früh oder in ein, zwei Stunden so bei ca. 20.000 Liter in der Minute werden.